Auf TikTok habe ich diese Gleichung gefunden, wo angeblich 99% scheitern. Schauen wir uns doch diese Gleichung mal an. Vielleicht erkennst du, dass wir hier im Nenner noch deutlich vereinfachen können. X plus x plus x sind ja 3x und 3x plus 2x ergibt 5x. Das heißt, ich schreibe das Ganze schon mal so hin, dann sieht es nämlich schon mal freundlicher aus. So, und jetzt haben wir den kleinen Luxus, nämlich, dass wir hier ein x kürzen können. Oben würde ja stehen bei x hoch 3x mal x mal x. Unten steht mal x, das heißt, ein x können wir rauskürzen. Hier fällt es dann weg und hier würde Quadrat stehen. Damit es jetzt nochmal sauberer aussieht, schreibe ich auch das nochmal raus. Wir haben also x² durch 5 ist 5. So, wie kommt denn jetzt dieses geteilt durch 5 weg? Bruchstrich steht ja für nichts anderes als geteilt. Naja, immer mit dem Gegenteil. Das heißt, wir rechnen auf beiden Seiten der Gleichung mal 5. Hier fällt dann, wie gesagt, dieses Fünftel weg. Das heißt, es bleibt nur noch x² stehen. Und 5 mal 5 ergibt 25. Und jetzt kommt in meinen Augen der einzige kleine Haken. Diese Gleichung hat zwei Lösungen. Du kannst jetzt hier schon Wurzel schreiben, damit das x², also das Quadrat, wegfällt. Jetzt aber zu schreiben, dass x1 gleich 5 ist, würde noch nicht ausreichen. 5 ist zwar richtig, weil 5 mal 5, also 5 Quadrat 25 ergibt, aber auch minus 5 zum Quadrat, minus 5 mal minus 5, minus mal minus ist Plus, ergibt auch wieder 25. Das ist in meinen Augen der einzige Fallstrick. Und das war, ich glaube nicht, dass an dieser Gleichung 99% gescheitert sind, mit Nick.